Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der MyEmo Basics Serie. Ich bin CJK von meetmigo.org und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch ein neues Konto bei Nokia Messaging einrichtet. Dazu öffnet einfach das E-Mail-Programm, was vorinstalliert ist auf dem N900, und da öffnet sich automatisch der Kontoeinrichtungsassistent, wenn ihr noch kein Konto eingerichtet habt. Dort klickt ihr dann einfach auf Weiter. Jetzt wird die Serviceverfügbarkeit von den Nokia-Servern abgerufen, sprich ob Nokia Messaging für euch verfügbar ist. Hier seht ihr jetzt bei Provider, dass dort Andere steht. Da einfach kurz draufklicken und Nokia Messaging auswählen. Nicht euren eigentlichen Provider, wie zum Beispiel Google Mail, in meinem Fall jetzt, anklicken, sondern wirklich ein Konto bei Nokia Messaging einrichten. Mit Weiter geht's weiter. Dort tippt ihr jetzt eure E-Mail-Adresse ein. In meinem Fall ist das jetzt cjk@gmail.com. Könnt ihr auch googlemail.com einrichten, das ist ganz wie ihr mögt. Und natürlich noch das Passwort. So, das Passwort habe ich jetzt eingetragen. Wir klicken wieder auf Weiter. Jetzt werden die E-Mail-Einstellungen bezogen. Das Nokia Messaging-Konto wird automatisch eingerichtet. Und er fragt ein, ob das Konto, das Nokia Messaging-Konto aktiviert werden soll oder ob man sich vielleicht im letzten Moment noch anders überlegt hat. Natürlich möchten wir das Konto aktivieren, klicken deswegen auf Weiter und die E-Mail-Einrichtung wird abgeschlossen. Der verbindet jetzt automatisch, wie in meinem Fall, das Google Mail-Konto mit eurem Nokia Messaging-Konto. Ist fertig, wir klicken auf Fertigstellen und jetzt synchronisiert er gleich. Und das hat den Vorteil, dieses Verbinden von Google Mail oder Hotmail oder was auch immer mit Nokia Messaging, dass euch die E-Mails bei einer vorhandenen Internetverbindung auf das Handy gepusht werden. Das heißt, ihr müsst nicht alle 10 Minuten nach neuen E-Mails suchen oder das N900 suchen lassen, sondern automatisch in dem Moment, wo ihr eine E-Mail zugeschickt bekommt, kommt ihr auch auf eurem N900 an. Das hat von der Bequemlichkeit noch einen Vorteil, abgesehen von der Bequemlichkeit, und zwar, dass weniger Akku verbraucht wird, weil das N900 guckt ja nicht jede 10 Minuten meinetwegen nach neuen E-Mails, sondern ist einfach die ganze Zeit mit dem Internet verbunden, verbraucht nicht viel Strom, und wenn eine E-Mail kommt, dann ist sie automatisch gleich auf dem N900. Der synchronisiert jetzt alle E-Mails. Das dauert mir für das Video ein bisschen zu lange. Deswegen klicke ich jetzt einfach auf den Power-Button und sage aktuelle Aufgabe beenden. Wenn ich nämlich jetzt das E-Mail-Konto, das E-Mail-Programm öffne, dann hatte ich hier schon das Konto drin, ohne jetzt alle E-Mails synchronisiert zu haben. Wie man sehen kann, funktioniert das auch viel schneller als die Google Mail Oberfläche, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, hier in dem E-Mail-Programm. Und Posteingang kann man jetzt wirklich ganz schnell E-Mails abrufen. Und ja, das funktioniert sehr, sehr schnell, viel schneller als das normale Google Mail. Und ja, ich kann es jedem empfehlen. Ganz einfach, hier kann man dann auch eine neue Mitteilung schreiben. Automatisch hatte dann hier auch am Ende so einen kleinen Zusatz von meinem Nokia N900 mit Nokia Messaging gesendet. Finde ich eigentlich ganz lustig. Wenn man dann eine E-Mail schreibt, kann man hier dann die E-Mail senden. Das ist ganz normal die ganz normale Oberfläche. Also soweit kein Unterschied, nur dass man am Anfang, wenn man das E-Mail-Programm öffnet, hier noch ein Nokia Messaging-Eintrag mehr hat, sozusagen. Sonst hätte man hier sofort Google Mail. Jetzt kann man hier oben auf die Leiste klicken und Senden und Empfangen klicken. Und dann guckt er gleich einfach mal nach neuen E-Mails, wie man sehen kann. Und das geht sehr schnell. Und ja, im Moment habe ich keine neuen E-Mails. Auf dem Computer, der Einfachheit halber, könnt ihr jetzt auf
messaging.nokia.com oder e-mail.nokia.com einfach euch einloggen. Und zwar nehmt ihr da einfach die erste E-Mail-Adresse, die ihr bei Nokia Messaging angemeldet habt. Also in meinem Fall wäre das jetzt cjk@googlemail.com und mein Google-Mail-Passwort. Dann seht ihr hier eine Übersicht über eure E-Mail-Adressen. Hier meine cjk@googlemail.com. Dann hat man hier den Zugriff auf das Messaging-Konto, kann das Passwort ändern und hier noch eine Information zum Abonnement. Im Moment ist das noch kostenlos, könnte aber sein, dass es vielleicht in Zukunft irgendwann was kosten könnte. So, jetzt gehe ich hier auf Einstellungen bearbeiten, wenn ich denn was bearbeiten möchte. Klar muss ich mich anmelden. Er hat mich automatisch abgemeldet. So, also wie gesagt, hier auf Einstellungen bearbeiten. Jetzt kann man hier wieder das Kennwort ändern, die E-Mail-Server-Einstellungen ändern, den Namen ändern, die Ordner, die man synchronisiert haben möchte, kann man ändern. Zum Beispiel will ich einfach auf meinem N900 kein Spam bekommen, also klicke ich das weg, speichere die Änderung. Und schon wird kein Spam mehr mit meinem N900 synchronisiert. Das ist eine ziemlich einfach aufgebaute Oberfläche. Man kann vielleicht nicht so viel einstellen oder so, wie es manche vielleicht gerne hätten. Aber es ist auf jeden Fall funktional. Und man kommt ans Ziel. Ja, das war's dazu auch eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert uns auf YouTube, den MeetMeGo-Channel. Das ist jetzt neu. Und bis zum nächsten Video.